Ehrlich gesagt, ich hasse Mathe oder ich hasste Mathe. Aber jetzt, ich versuche ganz viel Mathe zu lernen. Alle Wissenschaften hängen von Mathe ab. Die deutsche Bildungssystem ist ein bisschen unverständlich. Seit 28 Monaten beschäftige ich mich nur mit dem deutschen Sprache. Und das ist krass für mich. Ich brauche nicht nur die normale Sprache, ich brauche die Studiumsprache, die Mathe-Sprache, Physiksprache. Mathematik für Geflüchtete ist eine Initiative von Studierenden, die sich an Geflüchtete richtet, die in Deutschland ein Studium aufnehmen wollen. Es ist erstmal auch egal, welche Art von Studium, weil wir davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich Mathematikkenntnisse brauchen werden dafür. In den meisten Studiengängen wird Mathe einfach vorausgesetzt. Der Professor steht vorne und das geht zack, 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 da muss man in einem Semester abliefern. Da kennt man natürlich die klassischen Geschichten, dass von den 100%, die anfangen, nachher noch 20% da sind. Und das sind Leute, die keine Probleme mit der Sprache haben. Wir versuchen, die Leute auf das Niveau zu bringen, das jetzt auch ein Abiturient hier in Deutschland hat, dass sie dann einfach in den Mathematikvorlesungen folgen können und nicht abgehängt werden. Wenn man dreimal durchfällt, ist man raus. Und das wäre natürlich total schade. Es gibt so einen gewissen Cut zwischen dem, was man in der Schule macht und dem, wie dann Mathematik an der Universität unterrichtet wird. Das wird plötzlich sehr viel theoretischer und dieser Sprung ist halt schon für deutsche Studenten sehr, sehr schwierig. Die Sprache ist immer die Schwierigkeit, die wir haben. Die Aufgaben, die Übungen. Für die deutsche Sprache gibt es großartige Kurse, aber nur für die Sprache, nicht für den Studiengang. Im Prinzip reicht es für das Studium, aber nicht die Begriffe auf Deutsch zu verstehen. Mathematische Begriffe auf Deutsch war das sehr schwierig für mich. Was hier in diesem Kurs so faszinierend ist, ist, dass die Menschen so viele verschiedene Hintergründe haben. Es kommen auch Leute, die seit 10 Jahren kein Mathe gemacht haben und quasi in der Mittelstufe abgebrochen haben. Also mussten. Und das ist natürlich total schwierig, unter einen Hut zu kriegen. Es ist sehr breit gefächert. Also es gibt Leute, die haben dieses mathematische Verständnis, aber die sprachliche Hürde. Und da einerseits individuell darauf einzugehen, aber andererseits halt diese grundlegenden Fähigkeiten einzuvermitteln, ist halt total toll. Das Programmieren kam sozusagen als Bonus dazu. Und zwar ganz einfach, weil es immer wichtiger wird. In meinen Augen muss eigentlich jeder, der unter 30 ist, programmieren lernen. Fast alle Fächer haben Informatik als Modul. Ich finde es sehr wichtig, dann Wissen zu vermitteln. Das wird überall gebraucht. Man geht davon aus, ihr habt das schon in der Schule. Die Leute, die in den Programmierkurs kommen, können in der Regel noch nicht programmieren. Das heißt, für die ist das etwas komplett Neues. Das kommt sehr gut an. Mehr als die Hälfte interessieren sich für Informatikstudium. Die Leute sind sehr, sehr motiviert, die zu uns kommen. Die kommen halt aus ganz NRW, nehmen teilweise Fahrten von 1,5 Stunden in Kauf, weil es dieses Angebot halt nicht überall gibt. Die Fragen nach Hausaufgaben, die Fragen danach, wie löse ich das? Und das macht dann auch so viel Spaß, wenn man das Gefühl hat, ich kann jetzt dir viel geben und du willst es auch von mir haben. Das ist ganz cool. Wir haben angefangen 2015. Wir hatten weder Raum noch irgendeine Organisation und ich bin froh, dass es jetzt halt etabliert wurde. Ich wollte einfach den Leuten helfen, hier anzukommen. Wenn mir dann jemand sagt, okay, nächstes Semester fange ich an, dann denke ich mir, ja, cool. Das ist eine beste Chance, den Mathematik zu erfrischen. Dein Gehirn ist wie ein Muskel. Nach diesem Kurs fühle ich mich stärker als früher mit Mathe.